Ich stehe mit dem Titelverteidiger Rasmus Zwane. Schön, dass du in Göttingen bist und versuchst, deinen Titel zu verteidigen. Und die kurze Frage an dich: Siehst du Matthias als ernsthafte Bedrohung und denkst du, dass da vielleicht auch andere Leute noch dazustoßen könnten und euch in die Bredouille bringen könnten? Also ich würde in den Kreis der Favoriten auf jeden Fall noch Daniel Friedmann reinnehmen, der größten Favoriten, aber auch danach. Also gibt es einige Leute mit 2,5 etwa, die sind auch keine leichten Gegner auf jeden Fall. Aber ja, es ist am wahrscheinlichsten, dass einer von uns dreien den Titel gewinnt, aber ist auch möglich, dass jemand anderes das Rennen macht. Vielleicht so bei den Leuten, die nicht im 2-6er-Club sind, ein bisschen weiter unten, gibt es da irgendeinen, du hast die 2-5er angesprochen, der dir vielleicht besonders im Kopf ist, wo man sagt, da muss man aufpassen? Ich habe die Teilnehmerliste jetzt nicht im Detail im Kopf, aber ich weiß, dass Hagen Pötsch mitspielt, der ist immer gefährlich in den schnellen Zeitkontrollen. Also. Aber es gibt auch ein paar andere Leute, also Aljoscha Feuerstack, Martin Haider und so weiter. Also den habe ich noch von letztem Jahr in Erinnerung, wo er Zweiter geworden ist. Er hat stark gespielt. Ja. Alles klar, dann wissen wir, auf wen wir gucken müssen. Dir viel Erfolg. Wir werden gespannt zuschauen. Dankeschön.